Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Conan Exiles. So, wir versuchen jetzt zumindest noch das Häuschen fertig zu kriegen, dass wir da drinnen auch noch gleich Feuerchen aufbauen und so. Und dann bekomme ich hiermit eigentlich irgendwas anderes? Rinde. Okay, Rinde hatte ich bisher noch nicht. Kann ich das für irgendwas gebrauchen? Bestimmt. Aber bisher hatte ich es noch nicht gehabt. Okay, also man bekommt auch hier teilweise unterschiedliche Sachen. Je nachdem, womit man die Sachen auseinander... Ach, na klar, der Ast war jetzt zu viel. Das ist manchmal faszinierend. So. Was fehlt uns jetzt, um weiterzubauen? Wahrscheinlich wieder Stein, ja. Oh, guck mal, da drüben sind jetzt wieder so eine Typen. Okay. Naja, gut. Halte ich mich erstmal von fern. Kann ich mich nicht wirklich mit anlegen. Aber hier sind noch ein paar Steine. Die nehme ich nochmal mit. So. Ja, also ich würde jetzt wirklich versuchen, gleich die... Ach so, nee. Wenn ich die hintere... Da muss ich ja noch Wände herstellen eigentlich jetzt. Pass auf, dann gehe ich jetzt erstmal zurück und baue schon mal ein bisschen was. Und ich trage zu viel. Ja gut, dann, also so oder so, die Decke werden wir irgendwann brauchen. So. Dann gucke ich jetzt erstmal, was wir... Da, also wir müssen es jetzt auf jeden Fall dicht kriegen. Ja? Zur Seite hin. Und nach oben hin müssen wir dann mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ich hoffe, wir bekommen, also wenn man hier so zum Beispiel unter Wasser schwimmt, dann bekommt man doch links dieses Merkmal, Zuflucht. Das ist eine ganz gute Sache, weil wenn ein Sandsturm aufzieht, dann darf man nicht auf der Oberfläche sein. Man bekommt dann entweder Schaden oder stirbt instant, das weiß ich nicht so genau. Und dementsprechend sollte man sich irgendwo unterbringen. Und natürlich können wir unser Haus so bauen, dass es für uns zu einer Zuflucht wird. So. Ich mache jetzt erstmal nur die ersten beiden Reihen hier. So. Und? Ja, das gilt schon als Zuflucht hier. Der Bereich gilt jetzt schon als Zuflucht. Sehr schön. Hier müsste mal vielleicht eine Tür rein, wa? Was haltet ihr davon? So. Tür, Tür, Tür. Wooden Door, Holz 50. Oh, wir haben kein Holz mehr. Ich werde mal auch ein paar Sachen erstmal reparieren. Repair. Repair, so. Aber Holz haben wir hier noch eine ganze Menge drin, ne? Haben wir irgendwas Fleischfetzen? Ja, können wir einschalten. Nee, Fleischfetzen ist ja schon das Verarbeitete. Okay, dann... ich war hier in diesem Menü drin und nicht in meinem normalen Inventar. Im normalen Inventar kann ich direkt Use klicken. Okay, ja, damit kann ich gut leben. Das ist völlig in Ordnung. Okay, Use und Use. Jo, wir sind soweit voll. Ich trinke mal rasch was. So, ich bin auch damit voll. Und jetzt erstmal rasch die Tür bauen. Zwirn fehlt, okay. Ja, Zwirn können wir herstellen. 10 Stück brauchen wir. Zack. Das ist auch sehr schön, dass man hier gleich sagen kann, hey, ich stelle mal 10 her, mach alle herstellen. Und da sagt er dir auch, wie viele es sind. Und Warteschlange löschen, das heißt, alles, was hier in der Warteschlange ist, rausnehmen. Auch fantastisch, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut diese Funktion und ist auch relativ gut zu erreichen. Nachteil ist im Moment noch, die Wörter, die Buttons sind halt optimiert für die englischen Wörter. Und die waren halt kürzer. Ne, Warteschlange löschen. Delete Queue ist wahrscheinlich viel kürzer gewesen. Und ja, das ist halt was. Das wird dann aber nach und nach mit Sicherheit gelöst werden. Ich glaube, die übersetzen das auch gleichzeitig in 10 Sprachen. Gleich von Anfang an. Ja, also sehr, sehr gut an sich. So, fantastisch. Zerlegen? Nee. Interagieren ist wahrscheinlich öffnen. Hervorragend. So. Super, damit haben wir schon mal unser erstes Heim, unser kleines. Wieso habe ich einen Zwirn mehr? Ach, wahrscheinlich hatte ich noch einen im Inventar.
den hat er zuerst verbraucht. So, die Sandsteinmauer, die stelle ich mal hier hin. 6. So, dann würde ich nämlich sagen, machen wir hier hinten eine Zweierhöhe. Dann können wir hier auch irgendwie so eine Art Treppe vielleicht nach oben machen. Vielleicht hier an der Seite oder so. Dann kommen wir da aufs Dach rauf. Und hier machen wir dann gleich eine Zweierhöhe. Ja, machen dann hier vielleicht auch zu erstmal. Dann hätten wir so schon mal so ein bisschen, hier hinten ein bisschen mehr Platz. Vor allem, ich glaube, so die größeren Stellen, die wir dann später bauen können. Apropos, ich kann aufsteigen. Machen wir mal Agilität. Okay. Also Agilität ist nicht nur, wie wir uns bewegen, sondern vor allem, wie wir uns bewegen mit Clothing Types. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, macht es unsere Rüstung effektiver. So, Rezepte lernen. Was hätten wir denn da? Wir könnten jetzt den Söldner machen. Steinschwert und Holzschild. Ehrlich gesagt, das klingt sehr gut. Jagdbogen würde ich lieber eher als zweites machen. Also eine Holzkiste wäre natürlich auch toll. Ach Mann, das ist alles gerade super, was ich hier gerne hätte. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Steinkeule, Steinhammer. So, Rüstungsmacher. Das wäre natürlich auch. Die Armorer's Workbench brauchen wir irgendwann. Die kostet dann sogar schon 2. Ach, Mann. Das ist ja alles, Kerzenmacher. Okay, sehr cool. Leichter Brustpanzer. Okay. Und, den Akolut von Seth. Den würde ich eigentlich auch schon gerne machen. Können wir eine Treppe? Eine Sandsteintreppe? Das haben wir doch schon gelernt. Dann müsste ich doch das jetzt auch lernen können eigentlich. Erfordert den da Stoff Stufe 7? Welche Stufe sind wir denn? Kann ich denn das sehen, welche Stufe ich bin? Stufe 5 erst. Ah, dann können wir... Die Körper können wir noch nicht lernen, weil wir noch nicht hoch genug in der Stufe sind. Okay. Ich nehme erstmal den... Ich nehme erstmal den Söldner. So. Dann mache ich mir natürlich erstmal... Gucke ich jetzt mal, was brauche ich fürs Steinschwert? Ich brauche Zwirn. Ich brauche 10 Zwirn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind das 9? Ich glaube. Weil wir haben ja hier noch einen über. Wir haben jetzt viel über. Warum? Hä? Wieso haben wir so viel Zwirn auf einmal über? Egal. Das Schwert können wir auf jeden Fall herstellen. So, was brauchen wir fürs Holzschild? 8 Zwirn. Na gut, dann brauchen wir nochmal 1, 2, 3 Zwirn mehr. Und dann können wir nämlich auch den Holzschild herstellen. Sehr gut. Dann können wir allerdings nachts wahrscheinlich die Fackel nicht mehr tragen. Na, das müssen wir nochmal gucken. So, dann muss ich mir auch mal das Inventar hier umbosseln. So. 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 Das Ding kommt sowieso raus. Das kann dahin. Ja, das hat hier auch nichts zu suchen. Der Schild. So. Okay, und ich würde dann auch gerne gleich, ehrlich gesagt, nochmal ein weiteres Lagerfeuer herstellen, dann hier drinne. Da brauche ich aber mehr Holz für anscheinend. So. Das ist eigentlich echt super. Und wenn ich jetzt die 5 drücke, habe ich statt der Fackel den Schild. Und mit der rechten Maustaste benutze ich den Schild. Das ist echt cool. Pass auf, das seht ihr jetzt gerade alles so schlecht wahrscheinlich. Hier, ich trage jetzt Schild und mit der rechten Maustaste verstecke ich mich hinter dem Schild. Total cool, finde ich super. So, ich brauche wirklich nicht viel. Ich brauche nur... Moment, so. Ich brauche nur 6 oder sowas Steine. Die werden sich doch wohl irgendwo finden lassen. Also hier liegen bestimmt noch ein paar Steine rum. Jetzt hoffe ich nur. Da drüben ist das Krokodil. Es scheint nicht auf mich zu reagieren. Und so stecke ich mich jetzt einfach in meinem Haus. Edge Badge. Das wäre mir jetzt auch egal. Da kommt es bestimmt nicht durch.
Da will ich jetzt mal nicht zu viel mich aus dem Fenster lehnen, aber ich wette, sie haben noch nicht geschafft, dass NSCs Gebäude zerstören können. Obwohl, na, es könnte auch Priorität gewesen sein, weil es macht natürlich das Spiel deutlich interessanter. So, aber jetzt habe ich das, was ich haben wollte. Und zwar ein Rezept für ein Lagerfeuer. Dann baue ich hier drin nämlich nochmal ein Lagerfeuerchen auf. Ich finde das nämlich nicht so schön, das draußen stehen zu haben, ehrlich gesagt. Dann, ich hätte gern noch ein Faserbett. Dafür brauche ich auch nochmal 3 Zwirn. 1, 2, 3. So, machen wir den letzten Zwirn fertig. Dann das Lagerbett. So, die 6 ist... Ja, mache ich gleich hier neben die Tür. So. Ja, dann hole ich mal auch die Sachen, die draußen in dem Lager-Ding sind, rein. Ich trage zu viel. Okay. So, zack, das Holz da rein. Dann hole ich mal wieder die Steindecken. Ja, okay, also ich finde dafür, dass wir jetzt hier gerade erst seit einer relativ kurzen Zeit spielen, stehen wir doch schon sehr gut da, muss ich sagen. So, das Ledertagebuch, kann ich das da auch reinpacken? Ich kann es auch reinpacken. Ich kann da einfach alles reinpacken. Total schräg, ehrlich gesagt. Ja, naja. So, verdorbenes Fleisch habe ich mittlerweile eine ganze Menge. Ich nehme mal an, das kann ich auch für irgendwas, ja, gebrauchen. Für irgendeine... Ja, für irgendwelche Rezepte, aber die kenne ich halt noch nicht, natürlich. So, das packe ich mal da rein, das packe ich mal da rein, das packe ich auch mal da rein. Furchtbar, wofür ich das Ding gerade verwende. Ehrlich. So. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns gleich auf den Weg. Und, achso, warte mal, das Bett, das hab ich noch nicht gesetzt. So. 7. Ah, ich setze das lieber ein bisschen weiter rein. Nicht, dass wir dann auf einmal durch die Wand backen. Ja, wir sind ja, glaube ich, noch bei dem draußen. Genau, dann... Wir können ruhig außerhalb des Hauses spawnen, finde ich. So, die Sonne geht auf. Das heißt, ich würde jetzt mal probieren, ein bisschen jagen zu gehen, tatsächlich. Ich mache mich nochmal ein bisschen leichter. So. Auch die Tierhäute brauche ich jetzt unterwegs nicht. Das auch nicht. Das kann, drop. Huch, nee. Was habe ich da jetzt gedroppt? Das Falsche. Droppen wollte ich den da. Drop. So. Die Äste können da auch rein. Ich werde sowieso unterwegs ein bisschen was sammeln und einfach... Brennbar. Okay, schmeiße ich da einfach mit rein. So. Hervorragend. Nahrung habe ich dabei. Ja, ich habe ein bisschen was dabei. Ich kann jetzt auch nochmal was trinken. Würde mich sowieso eher versuchen, im Moment dann nahe am Wasser zu halten. Vielleicht kann ich ja... Da drüben waren noch ein paar NSCs. Vielleicht kann ich ja einen von denen ein bisschen weglocken. Und ich muss mal gucken, ob ich mit dem Heretic nicht sprechen kann, ob wir nicht zumindest, dass man die Sache nicht verliert, vielleicht abschalten können. Ich meine, das macht halt irgendwie den Tod halt so völlig... Ja, kann nicht auch nur einer von euch kommen, sag mal? 3 Stück, natürlich, 3 Stück, na klar. Nee. Also mit den 3 kann ich mich nicht auf einmal anlegen. Gods take you. Oh nee, ich muss gehen.
Ne, also keine Chance. Habt ihr ja gesehen, die prügeln mich zu so viel, prügeln mich einfach viel zu schnell ein. War krass, wie viel Schaden mein Schild schon bekommen hat. Wow. Was brauche ich für den? Holz. Okay, also einen Baum fällen. So. Wow, also das war nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Gut, aber ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich müsste versuchen, Pflanzenfasern brauche ich. Ich müsste eigentlich versuchen, die getrennt voneinander zu kriegen. Also, dass ich mich mit all denen nicht auf einmal anlegen kann. Und ich habe leider recht behalten. So. Dann repariere mal erstmal das Ding. So. Ah, wie sieht es denn mit unseren Sachen aus? Oh, die repariere ich mal auch. Okay. Brauche mehr Pflanzenfasern. Na, desto kaputter es ist, desto mehr Pflanzenfasern wird man auch verbrauchen, natürlich zum Reparieren. Natürlich logisch. So, habe ich die nicht gerade angeklickt zum Reparieren? Ach, hat einfach sich nicht aktualisiert. Okay, super. Prima, okay. Dann, ja. Der erste, dieser kleine Gnom da, dieser hässliche, den hatten wir ja klein gekriegt. Vielleicht sollte ich nach solchen suchen. Nicht ihr beide. Euch beide meine ich mit hässliche kleine Gnome nicht. Hässlich seid ihr, gnomenhaft irgendwie auch, aber klein seid ihr echt nicht. Ja, ein paar Äste könnte ich auch immer gerne mitnehmen. Sieht schon cool aus hier, muss man sagen. Das ist echt schön gemacht. Viel lieber auch zu dem Detail und so, also. Aber wie gesagt, das habe ich auch gerade erst in Subnautica in der Aufnahme drin gehabt. Es macht einfach einen Unterschied, wenn das Spiel, also die Map, wirklich von Anfang bis Ende halt durchgeplant ist, von Menschenhand gemacht ist und nicht halt irgendwie prozedural generiert. Ich meine, gut prozedural generierte Welten sind natürlich was Schönes, mega, und wir genießen sie halt, vor allem weil jeder halt eine andere Spielerfahrung natürlich haben kann, aber ja, der Sinn und, also man kann natürlich einfach nochmal ganz andere Sachen zaubern, halt Logik-Sachen und wirklich schöne Sachen, indem man halt nicht prozedural generierte Welt natürlich benutzt. Tja, also die Viecher sehe ich jedenfalls nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt bin ich hier oben. Hier irgendwo hatte ich aber damals so ein Vieh gesehen, bin ich der Meinung. Kakteen? Ernsthaft? Ah, kann ich direkt mitnehmen für Holz. Okay. Huch, nee, da will ich nicht runter. Da gehe ich drauf, wenn ich da runterfalle. Okay. So. Dann, ja, dann gucken wir uns halt weiter um. Manchmal höre ich ein Geräusch und denke, irgendwas ist hinter mir. Aber wahrscheinlich ist das meistens nur irgendwie mein eigener Schritt oder so. So, jetzt erstmal wieder die Ausdauer regenerieren lassen. Also das seitlich Springen verbraucht meiner Meinung nach viel zu viel Energie. Das ist ja ganz übel, wie viel Energie das verbraucht. So.
Also das ist richtig übel, wie viel Energie das verbraucht. Na gut, andererseits, wir haben jetzt natürlich... So, jetzt habe ich den Hasen auseinandergenommen. So. Ja, nehme ich nochmal ein bisschen Stein mit. Wir brauchen sowieso dann wieder was für die Wände. Apropos Wände, dann kann ich auch gleich wieder Wände bauen. Warte mal. Dann mache ich das so. Und leg mir hier das Rezept hin. Okay. So. Weil wenn ich ja das gleich ein bisschen höher brauchen will, dann kann ich das ja auch gleich eigentlich damit anfangen. So. Und hier sind gerade so viele schöne Steine. So. Warum der jetzt gesagt hat, du musst den Werkzeug zum Ernten aus, weil ich außerdem auch E gedrückt hatte. Und ja, mit E komme ich hier bei dem Stein natürlich nicht weiter. So. Wir müssen dann auch mal nach anderen Steinen gucken, weil das sind hier, die bringen natürlich nur Stein. Aber es gibt dann natürlich auch welche, die bringen vor allem viel mehr Eisen oder die bringen Kohle und sowas. Aber das müssen wir natürlich erst alles finden. Da ist es vielleicht dann gar nicht so günstig, dass wir uns so weit vorne gleich angesiedelt haben. Aber ja, ansonsten würde es echt nervig, denke ich mal, werden mit Wasser. Weil weiter drin auf der Karte habe ich keinerlei Wasser gesehen. Wie geht's euch? Mal gucken. Ja doch, man könnte hier am Fluss natürlich irgendwo siedeln. Aber die Insel lässt sich natürlich gut verteidigen, denke ich mal. Und später geht alles... Wie war das? Finde deinen Weg, hatte der Typ ja am Anfang gesagt. Diese Steintafel. Aber am Ende führen sowieso alle Wege zur Stadt. Ja, und ich nehme mal an, da wird er recht mitbehalten. Wir werden wohl versuchen, irgendwann mal in die Stadt zu kommen. Wird aber mit Sicherheit noch eine ganze Weile dauern. Ich kann aufsteigen, ich kann ein Rezept lernen. Aha. Hatte ich vorhin schon 2 Punkte frei und habe es nicht gecheckt? Das dürfte wohl der Punkt sein. Na gut, dann mit dem nächsten Stufenaufstieg werden wir dann die Kiste wahrscheinlich lernen. Weil ich finde es im Moment echt nervig, dass ich die Sachen in dem Lagerfeuer lager. Das ist, ja klar, das heißt ja auch Lagerfeuer, ne? Also lagert man da Sachen drin. Das macht Sinn, nicht wahr? Findet ihr nicht auch? Aha. Also bei dem Schwert... Da muss ich jedes Mal neu drücken. Wenn ich linke Maustaste gedrückt halte, dann scheint er auch so eine Art Aufladeschlag zu benutzen. Wenn ich allerdings die Pickaxe benutze, da kann ich gedrückt halten. Da kann ich einfach weiterhauen. So. Sehr gut. Auch wieder was gelernt und auch wieder interessant zu wissen, muss ich sagen. Da drüben lagern immer noch die 3 Typen. Ach doch, da lagern auch welche. Seht ihr? Ja, aber ich weiß echt noch nicht, wie ich mit 3 Typen fertig werden soll. Also, da muss ich gucken, ob ich da irgendwie ein bisschen Bug-Using vielleicht mit einem Pfeil benutzen kann. Dass das eventuell dadurch funktionieren könnte, dass ich sage, okay, die kommen nicht ins Wasser, wisst ihr? Wieso kann ich nichts bauen? Habe ich kein Holz? Ja, ich habe nicht genug Holz. Okay, Drop. So. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen, sehr gut. Aber ich kann jetzt viel Holzdinger bauen. Viel Steinwände. Und dann sollte ich mich jetzt gleich wieder bewegen können. Sehr gut. So, prima. Also,
Man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Es ist auch nicht so ganz einfach. Und ich glaube, es kann einem eine Menge Frustration ersparen, wenn man am Anfang tatsächlich mit diesen Einstellungen spielt, die hier bereits eingestellt sind. Wenn ich jetzt doppelt so lange für alles hätte farmen müssen, bis wir das Ding da haben. Zwischendurch hätte nochmal einen Abstecher machen müssen, um meine erste Leiche wieder zu looten, um die Sachen wiederzuholen. Dann mich eventuell doof angestellt hätte und dabei nochmal gestorben wäre. Dann wäre das Ganze hier schon deutlich frustrierender geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Also dann wäre das, dann wäre da eventuell der Punkt schon, dass das wirklich zu einer Frustration hätte werden können. Und ja, da muss ich sagen, vor allem für den Anfang könnte das eine sehr gute Entscheidung sein, mit solchen Einstellungen zu starten. Später könnte es ein bisschen an Herausforderung verlieren. Aber andererseits ist es halt von Anfang an auch natürlich einfach herausfordernd. Wenn man damit spielt, dass man halt die Sachen verlieren kann, beziehungsweise halt sammeln muss und so. Die sind jetzt falsch rum, ne? Die sind jetzt falsch rum. Ach, Mann. Dann muss... Wieso sind die falsch rum? Egal, da muss ich da nochmal gucken. Das lasse ich jetzt so. Damit kann ich jetzt mal leben. Ich brauche die Sandsteinblöcke. Die Sandsteindecke. Die nehme ich mit. Die Wände lasse ich hier. So. Hä? Ich habe doch gar keine mehr. Wieso kann er die noch anzeigen? So. Hä? Warum konnte ich die da nicht bauen eben gerade? Egal. So, so. Sehr schön. Ah, die sind alle ein bisschen ungleich gebaut. Schade. Ah, das ist dann hier wahrscheinlich auch, vielleicht liegt es auch daran, dass wieder die Ausrichtung der Dinger hier verantwortlich ist dafür, wie sich die Wände dann da drauf setzen lassen. Da müssen wir die eventuell auch nochmal abreißen, aber das mache ich nicht jetzt. Das machen wir, wenn wir ein bisschen besser dastehen. Ja, aber ich denke mal, man erkennt, wo ich hin will. Ne? Und dann hier ein Ausgang, da könnte man da oben rüber gucken. Das, finde ich, sieht schon ganz gut aus. Das könnte mir sehr gut gefallen. Aber jetzt heißt es mal wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Oder bei was anderem. Ja, also hat mir viel Spaß gemacht. Ist ein interessantes Spiel. Vielleicht schließe ich mich dann doch auch den anderen an, wenn das hier zu langweilig ist. Aber die sind halt schon ziemlich weit. Also die haben in der Woche schon so geile Sachen gebaut. Das hatte ich mal gesehen. Vielleicht gehen wir mal vorbei und schmulen dann mal, was die machen. Da hole ich mir dann aber erstmal die Erlaubnis, würde ich sagen, dass die das auch cool finden, dass ich das einfach mal nur so zeige. Und ja, mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal oder bei was anderem, wie gesagt. Und ja, tschö. Euer Sunny.